Hier in Finnland steht die Wirtschaft im April 2021 verhältnismäßig gut da. Die Restaurants verkaufen zwar nur Takeaway, aber das Land ist unter denjenigen in Europa, die das Krisenjahr 2020 am besten gemeistert haben. Das Bruttoinlandsprodukt ist hier letztes Jahr nur um 2,9% gefallen. Die Erholung wird aber aller Voraussicht nach bis Mitte 2022 dauern. In Green Recovery, der grünen Erholung, ist Finnland gleich aus zwei Gründen ein hochinteressanter Partner für Deutschland. Zum einen ist das Land im europäischen Ranking das digitalste Land, zum anderen auch das nachhaltigste Land. Und die Kombination dieser beiden Fähigkeiten macht finnische Unternehmen für Deutschland hochinteressant. So werden hier in Finnland zum Beispiel deutsche Elektroautos gebaut, weil das Land nicht nur hochautomatisierte Fertigung bietet, sondern quasi alle Rohstoffe, die für die Batterieherstellung gebraucht werden. Weiter sehen wir Finnlands Potenzial auch in unserem Smart Education Programm, indem wir finnische Unternehmen aus der digitalen Bildung mit deutscher Verwaltung und deutschen Firmen zusammenbringen. Deutschland war auch 2020 Finnlands wichtigster Handelspartner und aller Voraussicht nach wird sich dieser Trend auch in der Zukunft fortsetzen.